Zu. Wunderschönen guten Morgen, 8.38 Uhr, 8.35 Uhr, 18. Februar. Und wie Camillo eben schon erwähnt hat, heute ist kleiner Verfallstag. Ja, hier bleiben wir aber ganz normal. Trotzdem kleine Verfallszahl, kann der Markt natürlich auch ein bisschen ruhiger sich verlaufen. Wir werden aber trotzdem nicht mit handangezogener Handbremse fahren, sondern wir schauen, dass wir gute Trades hier erwischen. Wir sind auf dem rechten Chart, da haben wir die Big Number bei 15,3. Wir sind aktuell über dem Daily Pivot. Wir haben ein Gap, das heißt Gap Up, eine Kurslücke von gestern Abend, also eher eine positive Entwicklung. Wir schauen uns das aber gleich nochmal an. Gehen in die Vergangenheit einmal rein. Blue Box, eine 24er, eine 21er. Wir sehen, die sind alle dann rausgelaufen, erfolgreich. 55er ist zu groß, 33er ist auch zu groß. Nochmal zu den Regeln. Blue Boxen auf eine Minute, wenn sie kleiner sind als 30, nehmen wir sie. Wenn sie kleiner ist, sogar als 20, gehe ich aktuell mit größerem Risiko rein. Größeres Risiko heißt, dass wir die Hälfte eines normalen Hedges, wenn wir den im Trade Nummer 5 oder 6 schließen, also bei 0,1% Anfangsrisiko. Aktuell Big Number. Und wir blicken dann einmal auf die Vola Boxen. Das sind die grünen. Die grünen Boxen, gestern schön hier, ihr seht es hier am Nachmittag zur amerikanischen Zeit reingelaufen, rausgelaufen. Da waren gute Setups da. Und uns interessiert aber, wo kommt der Markt rein? 15.189. 15.189 ist die nächste Vola-Box. So, 89, das heißt, die ist sehr weit entfernt. Die kommt wahrscheinlich für uns heute erstmal nicht in Frage. Gut, dann gehen wir zum allgemeinen Wetterbericht. Ihr habt es sicherlich gestern gesehen, im Norden hat es kräftig gestürmt und wir hatten teilweise Hochwasser. Und wir sind aber hier alle heil geblieben. Neues Chartfenster, Vorlage, Zickzacklinie und wir fangen heute Morgen wie immer erstmal mit Ethereum an. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30, 15 Short und 5 auch. Das heißt, wir können die Checkliste machen. Ethereum erstmal Richtung Süden. Bitcoin, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch. Wir sind wieder bei 40.000. Wir berühren also jetzt wieder die 40.000er Marke. Dow Jones, der nächste, Daily Short. Auch hier sehen wir erstmal in dem Bereich, auch hier in der Unterstützung. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long noch und 5 Short. Also auch hier Richtung Süden die Tendenz. S&P 500, Daily Short. Auch hier Unterstützung hier, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Auch hier Checkliste, erst einmal alles Richtung Süden. Daily, jetzt sind wir Nasdaq, Daily Short. Auch hier gucken wir mal im Daily, da haben wir eine Unterstützung, Stunde Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Kommen wir zu JR Ewing Dallas, den Öltrade, Daily Long. 4 Stunden, die Arme gehen hoch, der Carlos hält sich an einem Strohhalm fest. 4 Stunden Short, ja, Unterstützung hier, gucken wir mal. Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Also leichte Tendenzen, wir wollen uns noch nicht zu früh freuen. Gold, Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten Long. Also hier ist aktuell der kleine sichere Hafen im Gold zu sehen. Gold,
Jetzt DAX auf Daily Short. Und hier bleiben wir nochmal ein bisschen. Ja, diese wow, fette Unterstützung bei 14.885. Also der letzte Trader in Deutschland, ja, sollte es jetzt mitbekommen haben. Diese Unterstützung ist diese Make-or-Break-Linie. Wenn das da unten signifikant nicht berührt, das haben wir ja jetzt vor ein paar Tagen auch gehabt, diese Woche sogar, sondern wenn wir wirklich darunter schließen, dann könnte es schnell weitergehen. Und ihr wisst ja, runter fahren wir mit dem Fahrstuhl, rauf geht es dann mit der Treppe. Ja, das kann also relativ schnell gehen. Ja, wir haben oben den Deckel drauf bei dem All-Time-High. Wir sehen es, das ist die Zone, die aktuell die Range, die wir sind, die hat aber ganz schön in sich, nämlich 1400 Punkte. In dieser Range spielen wir aktuell Ping-Pong, also Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde aufgrund des Gap-Ups, aber wir kommen wieder zurück, Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch, beziehungsweise 5 Long. Wir sehen hier ein bisschen ein ja, gemischtes Bild. Aber wenn wir uns die Leitbörsen aktuell anschauen, die amerikanische Leitbörse, sieht es eher Richtung Süden weiterhin aus. Und im DAX sind wir mit einem Schwung nach oben gekommen. Schauen wir mal, ob er gleich direkt das Gap schließen wird bei der Markteröffnung. 15.200 wäre dann die nächste Big Number. Ja, ich habe erstmal bei 15.3 platziert und die Vola-Box kommt rein bei 15,89. Das heißt, von hier nochmal circa 80 Punkte. Das ist durchaus natürlich auch denkbar in Richtung Gap Close. Und dann würden wir auch hier mit dem erhöhten Risiko arbeiten. So, 8:42 Uhr, noch 18 Minuten bis zum Start. 21 Sekunden. Elf, neun, sieben, sechs. Die letzte Glocke für diese Woche. Und los. Oh, wir sehen eine Big Number von unserem aktuellen Kurs 45. Also 15.206, eine Vola-Box mit etwas höherem Risiko. Wir sehen hier raus bei einer 15er Mox. Können wir trotzdem hier nochmal lang durchatmen. Schauen wir mal. Also Order ist platziert. Und wir machen parallel dann nochmal die Unterstützung. Wo könnte der Trade hinlaufen? Wenn wir oben hin, Big Number ist heute. Einmal hier oben und dann haben wir Daily Pivot. Vom Daily Pivot geht es runter zur Vola-Box. Die ist jetzt direkt bei der Big Number. Und dann haben wir heute eine Zwischenmarke 69. Das müsste hier sein, ein bisschen tiefer. Und dann das sind die Zonen und oben heraus sind wir, ups, haben wir die 50er. Mal gucken, ob er rein sticht in unsere Big Number. So. Heute stehen wir ein bisschen hier in der Warteschleife. Es ist 9:11 Uhr und wir sehen, der Kurs berührt gleich unsere Zone, wo die Falle mehr oder weniger zuschnappen sollte. Und wir sind jetzt short im ersten Trade und
Ab dem 2. gehen wir auf angepasst, dann gehen wir in diese grünen Zonen, diese Big Number 15.3 treten wir jeweils dreimal jetzt. Ja. Und wir sind raus aus dem Trade und somit verabschiede ich mich für unser Videotagebuch. Das war der Eröffnungstrade. Ja. Und wir hören uns dann am Montag wieder. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt ganz normal weiter und wünsche allen dann ein schönes Wochenende.